Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Die letzte Episode ist ja doch einiges passiert und heute möchte ich mal ein, zwei Nebenmissionen machen. Da vorne das Tor ist unsere Hauptmission und was ich auch gern hätte, wäre mein Mount. Und ich habe gesehen, hier beim Stall, da steht jetzt jemand. Vielleicht kriege ich ja jetzt was. Moin. Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Cal. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose? Ein Hauch von Adrenalin. Dein Blick sucht die Gefahr. Ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Um Beute zu erlegen, schulen Jäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt. Dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Wirklich? Oh ja. Du bist als Jäger ein Naturtalent und weißt das auch. Ja, und Mount? Mein Mount? Wer hat dir gezeigt, wie man jagt, Mausi? Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung, Lob, manchmal auch Essen. Ich musste die Stärkste sein, um hervorzustechen. Das klingt heftig. Mit mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler wurde angesprochen. Meine Technik kritisiert. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Wie sind Smugglinge auf Kobo gelandet? Das haben wir Grease zu verdanken. Er hat sie zufällig eingeschleppt. Zumindest habe ich das gehört. Die Raiders töten sie in Massen. Ich hab's gesehen. Warum sollte jemand einen Boggling töten? Ganz genau. Du kannst sie nicht essen, du kannst sie nicht häuten, nicht mal mit ihnen handeln. Einer der Bosse der Bedlam Raiders hat sie zum Spaß abgeschossen. Wo ist dieser Kerl jetzt? Keine Sorge. Ich hab mich schon darum gekümmert. Schön. Ja, was ist jetzt mit meinem Mount? Bis später, BD. Dann halt nicht. Okay. Was soll's? Gemäß Karte, wenn wir die mal ganz kurz anschauen. Wir haben eben da den Stall. Wir haben hier den Shop, den wir besuchen sollen. Und da hinten die eine Mine, wo die verschollen sind. Ja, okay. Erstmal den Shop. Vielleicht kriegen wir es ja da. Beziehungsweise, wo genau ist der? Ich glaube, da. Noma. Hallo. Du bist eine Werkbank. Sieh dir meine Ware an. Okay. Verlockend. Alles klar. Du hast ein gutes Auge. Okay, das sind also primär Outfit. Ja, okay. Dachte, hier kriege ich was anderes. Okay, erstmal nicht so interessant. So. Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Mhm. Stichwort Qualität. Mundsynchro funktioniert nicht so. Ja, okay, gut. Dann hat man das auch gesehen. Ein BD, wir gehen nicht zur Werkbank. So, dann wäre das abgeschlossen. Saloon. Navigationshilfe. Pin platzieren. Gehen wir da hinten mal hin. Das war, mal kurz orientieren. Ich glaube, da ist er runter. Oh, du bist's. Ja, da runter, glaube ich. Ciao. Hallo. Tschüss. Da, da rechts oben. Und so wie das aussieht, werde ich da vermutlich wieder nicht reinkommen. Großer Eingang, große Tür.
Bin verschlossen. Oh, da hinten gibt es ja auch noch so viel zu entdecken. Oder? Da war ich ja noch nicht gemäß Karte. Ne, dann müssen wir da nochmal hingehen. Okay, hier komme ich nicht rein. Ich habe es irgendwie gewusst. Aber da unten komme ich rein. Ist aber nicht da, wo... Ach, da hinten muss ich rein. Okay. Bitte tu dir nicht weh. Dankeschön. Ach, da sind wieder diese Spaßkugeln, ne? Södele, was haben wir denn hier für schöne Secrets? Kann ich da ransliden? Naja, aber ich kann runtergehen. Lass ich fallen. Dankeschön. Froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Wieso noch? Was riecht's denn hier? Wow. Alla, immer wenn's dunkel ist. Ich hasse es. Ah, Wallrun, alles klar. Blinkt was. Ja, komm her. Noch einer? Ja, klar. Was ist das? Das ist ganz viel gar nichts. So, einmal scannen. Dankeschön. Sehen wir es uns an. Am Leak. Okay, die sind schon tot. Ohne zur Sicherheit. Ah, mich juckt sogar in der Nase. So, gefixt. Wer oder was bist du? Wir kommen gleich nochmal zu dir. Oh, alle tot hier. Diese Kreaturen wurden durch Blasen getötet. Von wegen tot. Tut der mir was? Nee. Der hat Angst vor mir. Ich gehe mal dahin, wo du hingehst. Licht? Hallo? Wo? Alter! Noch mehr? Das kriegen wir. Oh, die Beine schauen gar nicht mehr so schlecht aus. Södre. Da geht's weiter. Oh. Okay. Ach so. Schlitt schon wieder. War doch gerade vorher, oder? Ja. Mysteriös. Was ist los? Ah. Abkürzung. Dankeschön. Ist echt eine coole Idee mit den Abkürzungen. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Ja, was war das? Möchtest du herausfinden? Okay, hier ist ein Save Point. Dann werde ich den auch mal nutzen. Ich muss mich konzentrieren. Soll ich gerade heilen? Ja. Oh, wir haben sogar eine Fähigkeit. Gehen wir mal überleben. Stim verbessern, reduziert die Zeit, die nötig ist. Ja, nee. Gesehen der Blick. Ja.
Halte B gedrückt zum automatisch ausweichen. Nee. Drücke kurz vor dem Kontakt um zwei Blasterprojektile hintereinander. Nö, Luftangriff. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Hm. Sprudelsprung. Okay. End of the Hurricane. Drücke weiterhin X, um am Ende des Doppelklingenangriffskette zusätzlich Angriff hinzuzufügen. Naja, das klingt ja mal gar nicht so schlecht. Okay. Wissen wir Bescheid. So. Bosskampf, ne? Geil. Da ist ja noch was. Sieh dir mal diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh je. Oh nein. Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Das sieht nach Kampfarena aus. Ja, ich glaube, ich werde drauf gehen. What the fuck? Kann ich wieder gehen? Alla! Alla! Holy shit! Was? Der hittet mich zweimal und ich bin fertig? Fuck, ey. Alter. Alter, was? Es kann nicht dein Ernst sein. Ja, ich glaube, da wird jetzt mal ein bisschen beschäftigt sein. Kommst du hier rauf? Nee, ne? Was mache ich mit dir? Was? Aber das war ein geiler Finisher. Okay. Scheiße, wie kann ich denn den besiegen? Wie zum Fick soll ich dich... Alla, wie soll ich denn... Was ist denn da? Oh. Das heilt mich. Alla. Alla. Das kann's doch nicht sein. Alla. Mann. Oder bin ich einfach da ein bisschen... zu schwach für den noch. Das kann's doch nicht sein! Und jedes Mal, wenn er mich da hat, dann bin ich fertig. Drücken, um Tipps durchzuschauen. Tippe, Schubengegner einzeln zurückzuwerfen. Das sind also Standardsachen. Liebe Leute. Ich schau mal ganz kurz nach, wie man mit dem am besten kämpft. Ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und primär muss man ausweichen, ausweichen, ausweichen. Er hat nämlich zwei Moves, die sind tödlich. Und ja, man soll es langsam angehen und ausweichen. Oh, geil. Ja.
Scheiße, geht das mit dem Kochen nochmal? Fuck! Er hat mich schon wieder. Ah, so ein Scheiß. Mann. Es muss doch zu schaffen sein. So, bitte nochmal. Fuck. Wisst was, liebe Leute? Wir machen das so. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal probieren. Ich werde euch aber nicht alle Kämpfe zeigen. Und ich schneide dann den Kampf rein, wo es dann funktioniert hat. Ich glaube, so machen wir es. Also, wir sehen uns dann gleich bei meinem erfolgreichen First Try. Natürlich nicht. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Warte, bis ich davon erfahre. Okay. Sowas mitten in der Nachbarschaft. Ja, endlich hat es geschafft. Ich glaube, das war jetzt 13 oder 14. Und ist da noch ein zweiter. Und ich muss zugeben, ich habe mal ganz leicht gestubbelt. Ich zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Wir holen uns erstmal das hier. Na, was kriege ich Schönes? Zertrümmern. Neuer Bonus. Okay, cool. So, was ich gemacht habe, war folgendes. Ich bin mal ganz kurz hier reingegangen. Und den Gameplay und habe den Story-Modus angemacht. Ich tue den mal wieder auf das, was es vorher gewesen ist. Ich weiß, das ist ein bisschen doof. Aber ich habe es einfach nicht hinkriegt. Wollte einfach nicht. Weißt du da immer noch was? Oder ist die Überreste von dem, was ich da... Ja, okay. Ja, gut, dann gehen wir wieder. Raus hier. Södele. Boah, eigentlich hätte ich da jederzeit flüchten können, ne? So, bitte speichern. Es gibt nur die Macht. So. Hätten wir das als Nebenmission? Einmal wieder raus. Wo war jetzt der Ausgang hier? War das hier? Jo, das war hier. Nein! Oh, komm, spring darauf. Nice. Wir müssen doch mit dir jetzt bestimmt quatschen. Oder? Was ist das? Relationspunkt? Nee. Aber da hinten das Gebiet können wir noch mal erkunden. Was haben wir diese komischen Kugeln hier? Ich würde sagen, wir gehen mal nach da vorne. Ja, das... Oh. Okay. Soll ich da überhaupt schon rein? Aula, was zum... Was war das denn jetzt? Nein.
Okay, das war irgendwie nicht der geilste Kampf. Was ich nämlich auch noch mit anhatte, ist jetzt Auto anvisieren. Und ich glaube, das schalte ich gerade wieder aus, weil das ist nervig. Ich glaube, das war bei... Na, wo war das? War das bei Steuerung? Controller? Oder war das hier? Automatische Zielerfassung im Kampf. Mach mal aus. So. Was gibt's hier Schönes? Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein. Und frag bitte nicht mehr. Okay. Wenn also Metalle. Ist hier oben noch was? Nö. Okay. Ja, dann hätten wir das hier erledigt. Was denn bitte? Ein Scan? Ja? Zeig mal her. Achso, bitte was für die Datenbank. Nice. Dann einmal darauf. Stimm bitte, Kumpel. Wer von den Kugeln? Was immer gewesen? Da rechts oben hat's noch was. Ja, dann gehen wir erstmal nach rechts oben. Alle erkunden. Wo genau ist der Aufgang hier? Fühlt sich bestimmt gut an, wieder in Aktion zu sein. Ja? Oh, du bist so. Vielleicht werde ich ihn treffen. Geil, vielleicht werde ich ihn treffen. Was ist hier passiert? Heißt, Weg ist... Nee, das ist doch noch ein anderer Weg, oder? Hier so drauf? Nee, aber wobei, da mit der Wall. Okay, wir gehen mal nach da oben. Vielleicht schaffen wir es ja. Ist auch so etwas. Da war auch eine Kiste drin. Okay, das wird bestimmt failen. Ja, ist gefailt. Das heißt, wie wär's denn dann weitergegangen? Ich muss irgendwie da oben rauf. So, bitte nochmal probieren. Ich will wissen, was auf diesem Dach ist. Vielleicht bin ich hier. Na? Yes! Okay, das funzt. So, hat sich das jetzt gelohnt? Das ist wieder das Katzenviech. Ah, da könnte ich rein. Hier auf dem Dach. Ich nix. Auf Dach. Jemand daheim? Was denn? Achso, oh, da. Schön. Noch mehr zum Scannen. Und Materialien. Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Ja komm, heck mal. Och nee. Okay, das ist uncool. Gut, für was brauche ich diese Kugel? Was bringst du mir? Zum Tür aufmachen? Ja, ich glaube zum Tür aufmachen. So, kleiner Mann. Heck mal. Ich hol schon mal Abstand. Ja, komm her. Ah, und so können wir auch das eine Ding da unten aufmachen. Ah, I see. Nochmal bitte. Na komm her. Komm mit. Schön mitkommen.
Ich muss da mal was sprengen für mich. Irgendwie schon dämlich, dass man von dem Ding weglaufen kann. Nein! Ach, Mann. Okay. Wie kriegen wir das hin? Ist nicht schwer. Oh, Ecken, kleiner Mann. Google, komm mit. Folgen Sie mir, Sie haben eine Aufgabe. So, komm her. Geht doch. Südele, Goodies. Yeah, mehr Macht. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Gebiet. Das ist das da oben. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Und dann, glaube ich, wäre es mal wieder Zeit, dass wir mit der Story weitermachen. Oh je, das wird schlimm hier mit den anderen Planeten. Aber ich glaube, mal so ein bisschen abwechseln zwischen Erkunden und Story. Das passt. Okay, die laufen weg. Mit diesem Hinterhalt. Von da. Was zum... Oh. Tut mir echt leid, liebe Kollegen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was hier ist. Okay. Goodies. Was siehst du? Wo? Ach, da. Soll ich da rein? Nö. Also, das sieht schon irgendwie geil aus. Den Kopf würde ich versuchen, hier irgendwie wegzukriegen und dann irgendwo bei der Bude hinzustellen. So, Idee, Heckma. Nice. Bomberjacke. Ja, unsere Outfits... Könnten wir eigentlich einmal durchwechseln. Einfach was witzig ist. So, haben wir hier noch was? Nö, dann haben wir hier alles erkundet. So, dann würde ich mal sagen, können wir hier Schnellreise machen. Wir müssen ja nach da oben. Da hinten hat es auch noch was. Das Außenposten. Oder kann ich Schnellreise nur... Ich glaube, ich kann Schnellreise nur machen, wenn ich in diesen Meditationsdingern drin bin. Ja, dann laufen wir doch mal. Okay, das war jetzt gerade schräg mit der Beleuchtung da oben. Beziehungsweise... ich glaube, ich schaue mal ganz kurz im WWW nach, wie ich hier so ein Reittier bekomme. Dass ich da mal ein bisschen schneller unterwegs bin, wenn ich hier so Erkundungssachen mache. Am besten eh gerade da mit Speichern. Bitte einmal. Und durchatmen. So, einmal ausruhen. Dankeschön. Okay. Liebe Leute, kleiner Cut. Ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Und so wie es aussieht, bekommen wir das eh im Laufe der Story. Also, du musst jetzt nicht proaktiv was machen. Ja, dann lassen wir das mal. So, wir müssen jetzt primär mal zu diesem Tor da hinten, beziehungsweise... Da hinten würde ich gerne noch hin. Dann hätten wir auf der Seite mal alles. Moin! Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben.
Und jetzt sieh ihn dir an. Ja, manchmal wünschte ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Okay. Aber irgendwas ist schräg mit dem Mundsynchro. Oh, die sehen unfreundlich aus. Okay. Hier ist nicht mehr lange verschlossen. Super, Kumpel. Ja doch, da komme ich nicht rein. Was ist denn hier los? Okay. Wie aufs Dach gehen? Übers Dach komme ich auch nicht rein. Egal. Das ist eh nicht mein Main-Ding. Höhle? Nee, aber ich kann da rauf. Haben wir hier... Oh ja, da sind Goodies. Es wird halt immer belohnt, wenn man sich umsieht. Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit, los! Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht... Ja. So viel zum Fall. Ach, da geht's rein. Gehört der Bad auch noch zur Siedlung? Sieht jetzt mal nicht allzu unfreundlich aus. Ich gehe nach links. Ach, du, oder geh vielleicht doch nach rechts. Ah, ich glaube, das wird der Rückweg sein. Hallo, Reisender. Moin. Na? Machst du hier Schönes? Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. Sehr interessantes Gespräch. Ja, das ist ein Teil der Siedlung. So, einmal rauf. Hallo. Hallo. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach. Hast du noch die Stadtfüße? Was hier drin ist... Ganz viel nix. Hast du was gefunden? Macht auf zu. Ach, wie heißt du, Junge? Für einen guten was Call bist du? Muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Okay. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoon Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoon Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Scuba rekrutiert? Hä? Okay. Alles klar. Ah, da hat's noch was. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen... Wow! Ich hab dich, Shanna! Da komm ich nicht rüber. Ja. Na, danke. Ja, dann. Einmal schwimmen. Okay. Da geht's ins Dunkle rein. WD, bitte Licht. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Oder auch nicht. Oh,
Holy shit. Erstmal speichern. So, okay. Sturmtruppler. Ich bin bereit. Da komme ich nicht weiter. Oder sie machen es auf, je nachdem. Ach, da nach unten geht's weiter. Okay. Liebe Leute, wir sind jetzt eh wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Und dann schauen wir mal, was die Sturmtruppler hier so schönes verbergen. Und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. So ungefähr der Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann wäre sogar Kanalmitglied und unterstützt mich da. Bis denn dahin. Möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.